Hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Runde zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens, dem zweiten Teil von Harry Potter. Falls ihr letztes oder vorletztes Mal oder irgendwann mal nicht eingeschaltet habt, das ist Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und meine Freunde, erstens einmal wunderschönen guten Tag und es ist wieder mal 16 Uhr, nicht 4 Uhr, sondern 16 Uhr und meine Freunde, es ist der Tag, an dem ihr mal ein Abo oder ein Like oder sogar, wenn im Normalfall nicht, aber aktuell einen Kommentar da lassen könnt. Und ich habe mich so verdammt versprochen, beziehungsweise in meinem Mund hat sich so weh gesammelt, dass wir hier mal durchstarten können. Wir haben in der letzten Episode, wie ihr ja wisst und wie ihr sobald soweit auch erfahren habt, da haben wir ja gewisse Sprüche gelernt. Hier geht es zur Defindo-Herausforderung. Genau, da geht es nur zur Defindo-Herausforderung. Aber wir müssen ja hier andere wegweisende Sachen machen. Wie überall Bildkarten sammeln. Wie haben sie überhaupt Bildkarten? 22 Bildkarten an der Reihe. Und wo jetzt etwas gemacht wurde, ich habe keine Ahnung, meine Freunde, wirklich 0, keine, nichts. Oh. Harry, Hermine hat mir gesagt, dass du die klein geschnittene Baumschlanghaut im Gewächshaus findest. Mir nach, Harry. Wir gehen bestimmt nicht nach, meine Freunde, denn wir haben jetzt irgendetwas freigeschalten, wo ich keine Ahnung habe, wo das jetzt oder was wir jetzt wirklich freigeschalten haben. Ach. Denn... ist das hier oben gewesen? Nee, das sieht nur so aus. Wenn ich an der Toilette der maulenden Myrte vorbeikomme, kriege ich immer eine Gänsehaut. Irgendwo muss doch etwas gewesen oder gemacht worden sein. Hier oben waren wir ja schon. Vor ewig, ich glaube, so in der ersten Episode waren wir hier, ne? Hallo, Herr Hora! Irgendwelche Birdiebots-Bohnen, die Geschmacksrichtung. Wir haben schon 300. Klar, wir sammeln nur und wir haben keine dieser Tränke. Wirklich, wir haben da nichts gehabt und nichts getan. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass ihr mir heute in die Kommentare... Hast du Lust auf einen Handel? Dass ihr mir heute in die Kommentare schreibt, was ich denn als nächstes hier bei Harry Potter oder wohin ich als nächstes gehen soll. Ob ich jetzt hier Ron folgen soll oder halt einfach die Geschichte weitermachen soll oder halt Hogwarts erkunden soll in dem Sinne... Das ist das Gewächshaus. Es ist immer so warm hier drin. Wir waren hier schon... Ach genau, wir müssen halt Sachen klauen, ne? Oder halt borgen. Wir borgen Dinge. Wir borgen Dinge. Jetzt. Was soll man das Ding gebraucht? Ich habe keine Ahnung, wirklich so 100% die Ahnung. Warum auch nicht, was wir mit diesem Flubber-Schwurm-Schwabbel-Ding-Trank machen müssen oder auch können. Habe ich wirklich nicht. Tut mir wirklich leid. Aber hier gibt es auf jeden Fall diese netten, wundersamen Dinger. Au! Oh, meine Freundin ist weiter hier in der Höhle. Wir haben, ich weiß nicht, heute, seitdem ich nicht mehr in dem Sinne so viel auf Mal aufnehme, habe nur gestaffelt so. Bis jetzt waren es ja recht wenig, dass ich aufgenommen habe. Nach dem neuen Schema, also Schema F. Aber ich muss wirklich sagen, es gefällt mir richtig gut so. Ich habe Zeit für andere Sachen. Ich kann mit euch zusammen Sachen machen. Mal kurz. Und nun, was haben wir da hin? Nichts weiter. Wir können jetzt mit unserem neu erlernten Zauber... Zum Gewächshaus geht es durch diese Tür, Harry. Ich passe dann auf, dass Professor Sprout kommt. Viel Glück. Ach genau, wir müssen ja Dinge tun, ne?
Wir müssen ja Dinge tun. Auf jeden Fall als erste gibt's hier irgendwelche einen Ausgänge. Ja. Ich hab grad gesehen, die können laufen. Defendo! Warum können die denn laufen? Defendo! Ich hab doch gesagt. Defendo! Boah, habt ihr nicht gemerkt oder was? Sauber. Hey. Defendo! Ach, ich bin wieder neue. Defendo! Es gibt immer wieder neue Bäumchen, wenn wir die nicht wirklich mit unserem neu erlernten Zaubern wegschmeißen oder halt wegmachen. So. Ja, hier gibt's mal nichts. Was ist denn da oben los? Irgendwas hat gerade ein komisches Geräusch gegeben, war das irgendwas? Bei uns in der Nähe oder was? Aha, hast du einfach vergessen? Nehme ich diese. Und. Nein! Der macht nichts, ne? Da. Achso. Nicht mal gesehen und schon flambiert die Sache hier. Haben wir hier irgendwelche Aus- und Eingänge oder irgendwelche Zaubersprüche? Nope. Wir können ja hier durch. Machen wir es auch, ne? Wenn wir es können, machen wir es auch. Das Ding dreht sich demnach. Wenn wir es so anschauen, das müsste sich eigentlich drehen, ne? Das sollte sich sogar drehen. Nach meinen Ansichten aus, nämlich mit dem wunderschönen Ding hier. Die Frage, wo wir jetzt rauskommen. Wieder am Anfang, ne? Genau. Ach. Defendo! Guck mal. Defendo! Wo konnten wir. Ach, da hinten. Oh, ich bin total falsch, ne? Ich dachte, wir können jetzt irgendwo hin, aber nein. Requisempra! So, und jetzt wieder hier durch. Aber jetzt mal rechts und dann hinten nicht speichern. Das heißt, wir müssen ihn nochmal betätigen. Nochmal runter und ich frage mich, was nächstes wir hinten haben. Defendo! Wir müssen bestimmt nochmal nach unten. Hier siehst du, guck mal. Defendo! Was das auch immer ändert, wir werden es sehen. Defendo! Klaut uns. Ah! Kleiner Wicht, ne? Der will. Lass den mal links liegen. Da ist ja Wurst eigentlich. Wir müssen ja nur Sachen holen. Defendo! Sag durch. Defendo! Wir haben hier gewissen Boden. Ich weiß gar nicht mehr. Das war ja so lange her. War nicht das letzte Mal wirklich Harry Potter geschaut. Also der Film, ne? Oder halt die Filmreihe. Also ich die letztes Mal geschaut habe, das ist ja ewig hier. Defendo! Das muss wirklich ewig, ewig, ewig her sein. Das muss halt 10.000 Jahre gefühlt her sein. Als ich das letzte Mal wirklich Harry Potter geschaut habe, es war ja. Ich muss wirklich mal wieder machen, Harry Potter schauen. Einfach wegen meinen alten Zeiten will und so, ne? Weil er hat ja auch ganz gute Erinnerungen. Dies ist eine besonders gemeine Spinnenart. Beißen sie dich, sondern sie ein gefährliches Gift ab. Halte dich also besser von ihnen fern. Und wende Rictus Sempra auf sie an, um sie zu betäuben. Okay. Rictus Sempra!
Ansonsten kann man nichts mehr machen. Dann gehen wir einfach weiter. Da oben ist wieder eine. Oh. Man muss hier wirklich gut treffen, ansonsten ist man am Arsch. Also wirklich, 1000 Sachen. Nicht runter. Tolle Kacke. Hä, aber ich wollte doch... Ach, die bringen nur einen. Ich dachte jetzt, wir haben hier mehrere. Aber Proportionen, in dem Sinne bringen sie nur einen. Einen solchen... Was ist das für ein Baum oder was? Ah, na sieh mal einer an. Und da gibt's das wunderschöne Glitzer-Dingens-Bums. Aber wir gehen mal hier kurz durch, das ist ja nicht... Wir dürfen hier durch, ne? Wir müssen sogar. Ansonsten werden wir eventuell andere Dinge verrichten. Oh, na klar. Na klar. Haben wir hier noch was? Boah, der Sound ist aber echt mies von CD, ne? Keine Bildkarte? Na gut. Tut mir auch ein bisschen leid, dass wir keine Bildkarte haben, aber... Man kann nicht immer alles haben, meine Freunde. Man kann echt nicht immer alles haben. Und ich denke mal, die Ausbeute ist doch recht angenehm, wenn man denkt, wir hüpfen hier rum mit irgendwelchen Dinge. Mach mal kurz. Hab es doch gewusst. Es geht irgendwo noch weiter. Und wenn nicht, dann wäre es komisch gewesen. Dazu mal Harry Potter. Das ist ja allgemein. Bei diesen damaligen Spielen gab es ja immer irgendwo noch was zu entdecken und hast nicht gesehen und. Ja. Sieg auf ganzer Linie. Auf ganzer Linie, meine Freunde. Ganze Linie. Ja, sauber. Zurück gehen wir nicht. Hallo, Hermine. Ich habe ein Bündel kleingeschnittene Baumschlangenhaut für den Vielsafttrank gefunden. Prima, Harry. Ich werde sie sofort in den Trank geben. Die wöchentliche Hauspunkteauswertung fängt bald an. Du weißt doch noch, wo sie stattfindet, oder? Hallo alle zusammen. Es ist wieder mal Zeit für eine Hauspunkteauswertung. Mal sehen, welches Haus diese Woche in Führung ist. Sieht ganz so aus, als sei Gryffindor in Führung. Du darfst nun den Belohnungsraum besuchen, Harry. Warum nicht immer jemand anders? Okay, wir haben relativ wahrscheinlich wenig Zeit, ne? So denke ich doch. Oh, wir haben ja eigentlich genügend. Ich wollte vergessen, dass es überhaupt noch gibt. Wir haben ja ewig nicht gesehen, ne? Na gut, ich tippe hier auch noch rum. Ich hätte eigentlich andere Sachen zu tun, aber... Oh, wir drehen unsere Runden. Das geht schon klar hier. Lalalalala. Wir haben, glaube ich, eh nicht so viel Zeit, weil wir haben nicht einen so großen Vorsprung zum Zweitplatzierten, ne? Das, glaube ich, wird so berechnet. Immer da. In der zweiten Dezemberwoche notierte Professor McGonagall die Namen derjenigen, die über Weihnachten in Hogwarts... Harry, Ron und Hermine atmeten auf, als sie hörten, dass Malfoy in Hogwarts bleiben würde. Was sie zudem sehr verdächtig. Die Weihnachtsferien waren perfekt dazu geeignet, den Vielsafttrank einzusetzen und ein Bekenntnis aus Draco herauszukitzeln. Ich sollte schnell zur Toilette der maulenden Myrte laufen, um nachzusehen, wie es mit dem Vielsafttrank aussieht. Ich hoffe, Hermine braucht nicht noch mehr Zutaten. Werden wir sehen, ne?
Werden wir sehen. Auf jeden Fall sind wir hier, meine Freunde. Und ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr heute eingeschaltet habt, dass ihr heute bis jetzt durchgehalten habt. Und wenn ihr es bis hier durchgehalten habt, würde ich mich über ein Abo oder über einen Kommentar oder sogar, wenn das nicht so viel Aufwand ist, über ein Like freuen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Und tschüss.